Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Wahrheit Kosmos. Heute ist mal wieder so eine Art, ich denke es ist wieder ein Mittwochsvideo, weil ich wieder was basteln wollte, ein Hilfswerkzeug für die bevorstehenden Arbeiten. Und zwar möchte ich gerne so einen kleinen Frästich bauen und den würde ich gerne in dieses Werkzeug, in diesen Werktisch, in dieses Gestell, was ich letzte Woche gebaut habe. Ich verlinke es mal hier oben, da könnt ihr mal gucken. Da will ich das noch einbauen, dass ich dann einmal diese Stichsägenplatte abnehmen kann und dafür dann diesen Art Frästisch rein. Ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, einen Anschlag zu machen, aber auf jeden Fall will ich schon mal weil die Fräse da einlassen, festschrauben, sodass ich dann gegebenenfalls auf der einen Seite entweder mit dem Frästisch was machen kann oder aber auch Freihand. Und dadurch, dass bei der kleinen Makita ja alles in den Körben hängt, muss man noch nicht mal immer gleich alles demontieren, weil je nachdem, welchen Korb man benutzt, kann man ja dann entweder den einen oder anderen Korb benutzen und mal gucken. Aber das seht ihr ja dann. Was ich dazu verwenden will, ist ein Reststück von meiner Siebdruckplatte, weil die hat ja eine schöne glatte Oberfläche. Und da fangen wir am besten gleich mit an. Viel Spaß dabei. So, was wir jetzt hier sehen, ist diese Platte und irgendwie ist dann Malheur passiert, vielleicht seht ihr das hier, da ist die versaut, das heißt hier schneiden wir ein Stück ab und zwar mache ich das jetzt so breit, wie dieser Tisch hier ist. Den Tisch, den haben wir jetzt hier, der hat eine Breite von 61, da gehen wir ein bisschen drüber, sagen wir mal auf jeder Seite einen Zentimeter drauf, also auf 63. Und das markiere ich mir jetzt hier auf der Platte und schneide es hier von der Platte ab. Ja, und da ich jetzt keine Lust habe, eine andere Säge zu nehmen, säge ich das mit der Stichsäge. Dann klemme ich das an die Werkbank fest, gehe mit dem Fräser, mit dem Bündigfräser dran und dann ist die Kante auch schön. Aber das schauen wir uns jetzt auch mal an. Also ein bisschen wellig ist es schon und das korrigieren wir jetzt mit dem Bündigfräser. Ja, das hier soll jetzt der fertige Frästisch werden. Was ich jetzt mache, ich markiere mir eine Mitte, weil der Fräser müsste eigentlich hier unten zwischen in den Spalt reinpassen. Dann markiere ich mir die Mitte, bohre da durch, bohre an und dann fräse ich das von der anderen Seite her aus, mache meine Bohrungen hier alle und dann soll es ja gut sein, habe ich mir so gedacht. Jetzt habe ich mit einer Lochsäge praktisch das Loch hier gesägt. Seht ihr ja, leider habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. So, als nächstes markiere ich mir die Löcher für den Käfig. Dafür muss aber der Käfig ab, beziehungsweise muss ich hier unten die Platte abschrauben. So, das muss jetzt nur fast genau sein. Also im Prinzip könnte man es jetzt natürlich auch so rum machen, dann könnte man es hier einen rechten Winkel auslegen, wenn man das will. Aber das ist halt auch immer die Frage, wie rum will man das nachher drauf haben. Weil wenn ich es so haben will, dann muss ich das Ding halt auch so rumlegen. Aber ich habe ja auch noch einen großen Winkel. Machen wir es mit einem großen Winkel. So. Hier die Zwinge im Weg, ist aber auch kein Problem. Machen wir die halt dahin. Das muss jetzt natürlich nur ungefähr im Kreis sein. So 200%ig muss das jetzt nicht unbedingt sein. Jetzt können wir uns hier unsere Bohrungen markieren. Und können die ausschneiden.
habe eben schon gedacht, es passt nicht, aber dabei war das Ding falsch rum. Aber jetzt scheint es zu passen. Können wir ja ausprobieren. Jetzt hier Schräubchen reinfallen lassen. Sieht gut aus. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft, sagt man auch. Jetzt müssen wir nur noch den Kopf ansenken, damit die Schrauben nicht rausgucken. Ja, wie es halt so ist, 100% ist das nicht geworden, die sind zu tief drinne, die sind in Ordnung. Naja, ich hoffe, dass die Kanten hier nicht allzu viel tun nachher. Ob das jetzt ein Millimeter mehr drin ist oder nicht, hoffe ich mal, wird dann nicht mehr so gravierend sein. Ansonsten, ach, schauen wir mal. Aber das Ding, das ging ran wie Schmitz Katze. Wenn man da ein bisschen Druck drauf gegeben hat, hat sich das reingefressen wie nicht mehr normal. Jetzt drehe ich das um und fräse praktisch so 6 mm aus. Und dann können wir ja praktisch von unten den Fräskorb schon dran machen. Ja, im Prinzip würde das jetzt funktionieren. Man könnte das jetzt auch hier unten einklemmen mit der Bank. Aber ich mache jetzt hier noch so ein paar kleine Halterchen hin, sodass man das dann hier reinklemmen kann. Dann dreht man die Werkbank ein Stück zusammen und dann greift die Backen und dann ist das auch stabil. So, und dazu mache ich mir jetzt hier ein paar Klötzchen aufs Brett.
aber seht ihr ja gleich. So, ich denke jetzt mal, jedem ist klar, was ich hier gebastelt habe. Also wir haben jetzt hier zwei Auskerbungen. Da habe ich ein bisschen was reingefräst. Das ist hier für die Kurbeln. Dann habe ich hier diese Klötzchen. Gut, das hätte man schöner machen können, leimen können, gerade schleifen können, anständige Schrauben nehmen können. Aber auch hier, wenn hier was kaputt geht, muss ich es halt verbessern. Und das kann man jetzt hier reinsetzen. So. Jetzt dreht man das hier zusammen. So, und jetzt ist das fest. Und wenn man das jetzt von unten anguckt, seht ihr, das hat sich jetzt da reingedrückt. So, und jetzt kann man hier ganz normal den Fräser einspannen. Und kann frisch, fröhlich, frei drauf losfräsen. Jetzt machen wir das mal mit einem Kantenfräser, mit so einem 45-Grad-Fräser oder sowas. Und gucken mal, wie das funktioniert mit dem Tisch. Was noch fehlt, ist ein Anschlag. Das werde ich vielleicht auch noch bauen. Einseitig, den man dann hier so rüberziehen kann, dass man dann eventuell eine Nut fräsen kann oder ähnliches. Aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Aber jetzt erstmal ein anderer Fräser rein und ausprobieren. Das ist jetzt das Resultat. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Also lässt sich recht schön führen, weil ja die Oberfläche von so einer Siebdruckplatte, die Filmoberfläche, ist ja sehr, sehr glatt. Und kann ich mich nicht beschweren. Das heißt, wenn ich jetzt große Kanten anfräsen möchte, egal ob rund oder hier im 45-Grad-Winkel, dann habe ich es ein bisschen einfacher, zumindest dann, wenn ich das Brett in der Hand habe. Ja, ihr Lieben, das war's mit einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war Entertainment und ein bisschen auch, hat vielleicht der eine oder andere was mitgenommen. Wie schon gesagt, ich habe mir gedacht, was kann ich hier mit einfachen Mitteln machen? Das war jetzt ein Stück Restplatte, die ich noch hatte. Und ihr seht ja, mit dem kleinen Werkbock, den ich da habe, mit der kleinen Werkbank, da kann ich jetzt einmal die Stichsäge drauf machen. Da kann ich zwar nicht die allergradesten Schnitte mitmachen, aber zumindest kann ich da anständig schneiden. Jetzt kann ich damit auch noch fräsen. Das Schöne an so einem Frästisch ist, wenn ich jetzt noch einen Anschlag dran baue, dann kann ich auch eine schöne Nut an der Seite ziehen oder in der Mitte ziehen. Und das war wiederholbar. Und habe halt hier so eine kleine, und wenn ich es nicht mehr brauche, dann habe ich eine kleine Platte, die räume ich weg und gut ist. Da steht auch nicht so viel rum und darum geht es mir auch. Ich will ja hier keine Holzwerkstatt aufbauen, sondern ich will, wenn ich mal so ein kleines Projekt habe, dass ich mir die Arbeit ein bisschen angenehmer mache. Also, falls euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, einfach mal abonnieren. Insbesondere dann, wenn ihr diese Maschine, dieser Frästisch, wenn ihr den auch in Action sehen wollt, wenn wir weiter die Möbel bauen für den VW-Bus. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal.